Willkommen, Freunde, zum fünften Teil von Twin Mirror. Wir schauen uns jetzt mal den Unfallort an, an dem Nick verstorben ist, um zu gucken, ob er umgebracht wurde oder ob es sich wirklich um einen Unfall handelt. So, wir sind jetzt hier an dem besagten Ort. Sie wollte nicht aussteigen. Sie war ja 2 Jahre mit Nick noch zusammen. Kann ich verstehen. Sehe ich natürlich hier keinen direkten Unfallort. Hier sehe ich nur einen Baumstamm. Maybe Nick tried to avoid this log. It's a bit far from the road. Kurvenschilder. Two of the road signs were torn out. Did Nick's car do that? The fire shouldn't have been able to spread that far. That piece of wood must be from one of the damaged road signs. No skid marks. No trace of sudden braking. Ja, es ist schon ein bisschen seltsam, dass er überhaupt nicht gebremst hat. Reifenspuren. The tire tracks clearly show where Nick's car went off the road. Will ich das auch richtig untersuchen? Nee, nur betrachten. These road signs are intact. Not a scratch on them. Bäume noch oder so? Nee. Das Gras haben wir ja schon untersucht. Das haben wir schon. Hat der irgendwas von Kurve eben gesagt? Ach, hier. Ach, das ist die Kurve dann. Alles klar. Ja, das ist hier runtergesammelt. Hier ist das Auto ausgebrannt. Ist schon faszinierend. Oder besser gesagt, seltsam. Wenn das der Baumstamm ist, der muss ja von irgendwo geworfen worden sein oder so. Von da oben? An animal came through here. Maybe that's what surprised Nick. But the tracks don't reach the road. Ja, das sind die Tierspuren. Aber er hat gesagt, die führen ja nicht zur Straße. Menschliche Fußspuren vielleicht. Ich weiß auch gar nicht, wie groß der Radius ist. The car went up like kindling. It was pretty intense, judging the damages to the area. Bark got badly burnt. Must be where Nick crashed. Na, stimmt, hier ist er. Ist er gegen den Baum dann zum Stehen gekommen. Was ich halt nur komisch finde, dass die Brandspuren oben sind. Das finde ich komisch. Hier sind die Brandspuren. Aber da unten ist er zum Stehen gekommen. Debris from Nick's car.
The police didn't clean up very well. Das finde ich aber auch seltsam, wenn man da noch Überreste liegen lässt. Das Auto ist auf jeden Fall in 1000 Teile geflogen. Zerfallen. Das Auto ist in 1000 Teile zerfallen. Oh, Sprachenlern-Bubble, würde ich sagen. Okay, da hört der Radius auf. Das hätte man ein bisschen anders angrenzen müssen. Oder eingrenzen müssen, weil ich habe das Problem. Ich laufe dann hier lang und weiß gar nicht, dass da die Spur zu Ende ist. Weil es dann halt nicht eingegrenzt ist. Hier mal gucken, ob wir da noch was finden. Ich weiß nicht, wie weit die Straße dann hochgeht. Ist ein Benzinfleck. A fuel stain from Nick's car? Was it leaking fuel? Nick took this turn every day. It shouldn't have surprised him. That's all the information I need. Time to put everything together. Okay, ich weiß nicht, ob das clever ist, dass wir auch auf der Straße stehen bleiben. Könnte ja auch ein Auto kommen, aber da scheint ja nichts los zu sein. The report states Nick was driving under the influence of alcohol. He was startled by an animal. Drove through a road sign before crashing into a tree. Ah, die Geschichte von der Polizei weicht auf jeden Fall von unserer, die wir wo wir Erkenntnisse haben, auf jeden Fall extrem ab. Die Polizei geht ja davon aus, dass er einem Tier ausgewichen ist und deswegen irgendwo gegengefahren ist, aber. I need to find out what really happened. Hindernis. Ich würde sagen, Baumstamm. Und Benzin. Hier gehen wir mal nach oben. In Brand geraten, Benzinleck. Nehmen wir mal Benzinleck. Klingt realistischer. Nick betrunken, bewusstlos. Ich würde sagen, er war bewusstlos. Ja, passt auch nicht so ganz zusammen. Würde er dagegen fahren? Ja.
Machen wir mal die These mit betrunken. Spielen die mal durch. Tja. Müssen wir mal sagen, er ist in Brand geraten. Ach, alles klar, okay, das macht Sinn. Dann wäre er aus dem Auto gesprungen. Ich glaube, die Theorie mit dem Baumstamm passt nicht mehr so ganz. Ja, immer mal bei Bewusstsein. Bei Bewusstsein und dann Benzinleck. Immer mal keine Verbindung. Okay, pass auf, dann machen wir mal aus dem Baumstamm, nehmen wir mal das Tier, das im Tier ausgewichen ist. Schauen dann mal, wenn wir das zusammensetzen. Nehmen wir mal das Tier. Gehen aber nach oben, dann können wir das Ganze dann oben auch nochmal korrigieren und mit allen kombinieren, was wir so haben. So, jetzt schauen wir mal. Wenn er jetzt dem Tier ausgewichen ist, wäre er weitergefahren. Er ist aber gegen den Baum. So, okay. Dann müssen wir jetzt sagen, das Auto hat einen Benzinleck gehabt. Hier wäre er auch weitergefahren. So, was ist, wenn er bewusstlos gefahren wäre? Okay, dann wäre es da geendet. Passt auch nicht so richtig. Okay, und wenn wir sagen, er war betrunken. Landet der auch ganz woanders. So, und bei Bewusstsein würde er dem Tier ausweichen. Also kann die Theorie mit dem Tier nicht stimmen. Das muss ein Baumstamm gewesen sein. Okay, das sind ja nur die drei Dinge, die wir irgendwie miteinander kombinieren können, ne? Ich jedenfalls so richtig, oder? Ja. So, keine verstehe, würde ich nicht verstehen. Okay, wir können ja mal sagen, kein Hindernis, das können wir auch nochmal machen. Gott, ich wollte schon ausweichen, als er auf mich zugefahren kam. So, er war bei... Sagen wir mal, er war bewusstlos. How could the signs have burned during the crash then? Okay, dann muss aber, das Auto in Brand geraten sein, als er bewusstlos war. Only one simulation fits the evidence. The police report was wrong. Aber auch krass, dass die Polizei die Spuren so scheiße liest. Oh, da könnte man da schon wieder ausflippen, oder? Man, okay, das bringt ihn nicht zurück, aber man hätte dann die Wahrheit gewusst. Was los war. Das ihm muss einer vorher umgebracht haben. Genau, hat das Auto angezündet. Und hat dann den Wagen los
fahren lassen, wahrscheinlich angeschoben, Bremse gelöst oder so, ja. Alles klar. So, und Dennis scheint zu viel gewusst zu haben. Der wollte das aufdecken. Der wollte das aufklären, vermute ich mal. Deswegen musste er sterben. Passt natürlich gut zu uns, dass wir jetzt quasi mit in Verdacht rücken. Boom! Jawohl. Müssen wir wahrscheinlich nur noch rausfinden, wer ihn umgebracht hat. I thought you quit. I did. So, did you find anything? Nick, he was murdered. I'm sorry, I don't... The police report was clearly wrong. Fucking... Anna? Here, just... Joe, it's Sam. Where's Anna? Is she okay? Yeah, she's right here. She's just a bit busy. I need her to come back immediately. There's been a break-in at her place. What? Are you all right? What happened? I wasn't there when it happened. Just arrived. Called the police, then called my daughter. We're on our way. Someone broke into your house. Krass. Okay, so, about Dad. Don't tell him what we found. Please, it'd just worry him for no reason. How are you holding up? After finding out what we found out. I'm guessing about as well as you. Not great. Let me go calm my father down. I'm pretty sure he's ready to call the National Guard. Anna, maybe give her a few moments with Joe before you barge in. Also, take a few moments for yourself, as well. You used to live here, and now, some other guy, Nick, of all people, was living here. With her. Things are different. She's different. You're different. Is she? She's just like I remember. Everything about her. Keep in mind, Sam, no matter how much you want to, you can never go home again. Also, so eine zweite Stimme möchte ich auch nicht haben, ganz ehrlich. The last time I was here, I was shoving way too many boxes into a trunk that could... It's fine, Dad. I can handle this. Someone broke into my daughter's house and you want me to just sit by and wait? Yes, that is exactly what I want you to do. Don't you have an appointment? I always have an appointment. I'm with the doctors more often than I'm home. Sam, talk some sense into my daughter here. I'm gonna have to side with Anna on this one. Can't miss appointments. Just because I'm an old man in a wheelchair, you two think you can push me around. Dad, I love you. And I love that you want to protect me, but please, it'll be okay. Go to your doctor's appointment. The police will be here soon. I'm just bellyaching. It's your house. Your rules. I'll leave you to it. Thank you. Though before I head off, Sam, you tell me if something was going on, right? Anna's brave and she's strong, but she's also stubborn. Dad, I told you I can take care of myself. And I'm old enough to know when things ain't right. You tell me now, Sam. You tell me if my little girl is in danger. I can't watch over her anymore, so I need you to keep her safe. Stop talking about me like I'm not here. Joe,
I don't know. She's all I have left. Promise me you'll protect her. I need your word. Wow. Heavy. Joe's really laying on the paternal guilt. I can't promise something like that. I don't know what might happen. He just wants to feel like someone is looking out for her. I can't blame him. And what if I can't keep that promise? Then refuse. All I know is I personally couldn't say no to a desperate father. Wir versprechen's. Ja, ich denke mal, der Typ ist in Ordnung. Dem sind wir auch ein bisschen was schuldig. I still can't hide anything from you. Sam, weiß zwar nicht warum, aber irgendwie habe ich bei ihm lie, Joe. Gutes Gefühl, wenn man ihm helfen kann, dass das it gut wäre. Dangerous, but I'll make sure Anna doesn't get mixed up in it. All right. I'm trusting you on this. I'm not some kid. I decide what I get mixed up in. You can't blame me for looking after you. I just didn't want you to worry. You're both so patronizing. I'm heading inside. See how bad it is. Sie fühlt sich bevormundet, aber ihm bevormundet sie auch, wenn sie sagt, geh zum Arzt. Dann nehmen sich beide nicht viel. I need to get in there eventually. But maybe I should look around the property first. So, Freunde, wir machen jetzt mal Folgendes. Wir machen jetzt an dieser Stelle erstmal Schluss. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Lasst mal ein Abo da, kleine Kommentare, Daumen penetrieren, gefällt mir nach oben. Und an dieser Stelle machen wir erstmal Schluss, zocken dann aber weiter und wir sehen uns dann im sechsten Teil. Bis dahin.